Der große Psychologe Arno Grün schrieb einmal, Träume können subversiver sein als politische Ideologien. Deshalb sind sie für die selbsternannten Realisten so bedrohlich. Und der türkische Dichter Nassim Hikmet schreibt im Gefängnis, Leben wie ein Baum, einzeln und frei, brüderlich unter den Bäumen des Waldes, das ist unser Traum. Und der unerreichte Rilke schrieb einmal, der erscheint mir als der Größte, der zu keiner Fahne schwört und, weil er vom Teil sich löste, nun der ganzen Welt gehört. Und ich erlaube mir etwas schüchtern in dieser Reihe erlauchter Geister auch meinen Traum. Einen Traum, wir öffnen die Grenzen und lassen alle herein. Alle, die fliehen vor Hunger und Mord, und wir lassen keinen allein. Wir nehmen sie auf in unserem Haus, sie essen von unserem Brot. Und wir singen und sie erzählen von sich, und wir teilen gemeinsam die Not. Und den Wein und das Wenige, was wir haben, denn die Armen teilen gern. Und die Reichen sehen traurig zu, denn zu geben ist ihnen meist fern. Wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns so viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr, und es macht uns unendlich Mut. Ihre Kinder werden unsere sein, keine Hautfarbe und kein Zaun. Keine menschenverachtende Ideologie trennt uns von diesem Traum. Vielleicht wird es eng, wir rücken zusammen, versenken die Waffen im Meer. Und wir reden und singen und tanzen und lachen und das Herz ist uns nicht mehr schwer. Ach, wir haben es doch immer geahnt und wollten es nur nicht wissen. Was wir im Überfluss haben, das müssen andere schmerzlich vermissen. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns so viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr, und es macht uns unendlich Mut. Und die Mörderbanden aller Armeen, Gottgesandt oder Nationalisten, erwärmen sich an unseren Ideen und ahnen, was sie vermissten. Ja, ich weiß, es ist eine kühne Idee und viele werden jetzt hetzen. Ist ja ganz nett, doch viel zu naiv und lässt sich nicht umzusetzen. Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum geträumt von unzähligen Wesen, dann wird an seiner zärtlichen Kraft das Weltbild neu genesen. Ja, ich habe einen Traum von einer Welt und ich träume nicht mehr still. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will.